April 1945. 80 Kilometer östlich von Berlin starten die Sowjets den wohl größten Artillerieangriff aller Zeiten. Die Schlacht um Berlin hat begonnen. Über 1 Million Rotarmisten, Tausende von Panzern und eine Armada schwerer Geschütze rücken auf die deutsche Hauptstadt vor. Hitlers letztes Aufgebot stellt sich ihnen verzweifelt entgegen. Doch der Zusammenbruch des Dritten Reichs ist nicht mehr aufzuhalten. Eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs beginnt. Nachkolorierte Filmaufnahmen zeigen das letzte Aufbäumen Hitler-Deutschlands. Die erbitterten Straßenkämpfe in Berlin, die die 12-jährige Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten beenden und ein neues Kapitel der Geschichte aufschlagen. Juni 1944. Gretel Braun, die Schwester von Hitlers Geliebten Eva Braun, feiert ihre Hochzeit mit SS-General Hermann Fegelein. Der Empfang findet im Kielsteinhaus oberhalb von Hitlers Berghof statt. Eva begrüßt ihre Schwester Gretel. Auch Adolf Hitler ist zugegen. Es wird sein letzter Aufenthalt auf dem Berghof sein. 3 Tage später landen die Alliierten in der Normandie. Hitler kehrt nach Berlin zurück. Er will die Kriegswende herbeiführen. Sein Hauptaugenmerk gilt der Ostfront. Im August 1944 stehen die Sowjettruppen kurz vor Warschau, das nach wie vor von der Wehrmacht besetzt ist. Seit dem 1. August kämpft die polnische Heimatarmee in Warschau gegen die deutschen Besatzer. Der polnische Kameramann Stefan Baginski begleitet seine Kameraden während des Warschauer Aufstands mit der Kamera. Es ist die größte Widerstandsaktion des Zweiten Weltkriegs. Die Polen hoffen, dass ihnen die Rote Armee, die schon vor den Toren der Stadt steht, zu Hilfe eilen wird. Baginski, selbst Widerstandskämpfer, filmt seine mutigen Kameraden. Zum Beispiel die 17-jährige Wanda Traczyk-Stawska, hier mit Fliegermütze. Sie hat sich freiwillig gemeldet und lernt nun, wie man eine Maschinenpistole bedient. In heftigen Straßenkämpfen gewinnt die Heimatwehr die Kontrolle über den Großteil des Stadtzentrums zurück. Baginski filmt, wie deutsche Kriegsgefangene zusammengetrieben werden. Patriotischer Jubel hallt durch die Straßen, als die Symbole der verhassten Besatzer zerstört werden. Doch Hitler will Warschau nicht verloren geben und ist entschlossen, den sowjetischen Vormarsch auf Deutschland zu stoppen. Er schickt Verstärkung. Zum Entsetzen der Polen weigert sich die Rote Armee, die Aufständischen zu unterstützen. Stalin hat keinerlei Interesse am Sieg des polnischen Widerstands. Er will, dass seine Armee Polen befreit, damit er die Nachkriegsregierung des Landes bestimmen kann. Straße für Straße erobern die Deutschen Warschau zurück. Ihr Rachefeldzug kostet 200.000 Zivilisten das Leben. Auch das filmt Baginski, bis er selbst fliehen muss, um nicht auch mit dem Leben zu bezahlen. Am 2. Oktober wird der Aufstand endgültig niedergeschlagen. Die Welt muss zur Kenntnis nehmen, dass Hitler-Deutschland noch nicht am Ende ist. Die Deutschen nehmen Rache.
Sie zerstören 85% der Stadt. Erst 3,5 Monate später, am 14. Januar 1945, interveniert die Rote Armee. Innerhalb von 3 Tagen jagt sie die Wehrmacht aus der polnischen Hauptstadt. Die Überlebenden von Warschau begrüßen ihre neuen Besatzer. Ende Januar kontrollieren die Sowjets Polen. Dann rücken sie auf Deutschland vor. Am 4. Februar richten sich die Kameras der Wochenschauen auf den Krim-Kurort Jalta. Nach erbitterten Kämpfen hatte die Rote Armee die deutschen Truppen im Jahr zuvor von der Krim vertrieben. Sowjetische Propagandateams filmen Soldaten des Kreml-Regiments, die zu Ehren von Präsident Roosevelt und Winston Churchill aufmarschieren. Die Staatschefs treffen sich mit Stalin im prunkvollen Livadia-Palast, der ehemaligen Sommerresidenz von Zar Nikolaus II. Churchill trägt der Örtlichkeit gemäß eine Fellmütze, doch Roosevelt wirkt erschöpft. Bei der Konferenz von Jalta planen die großen drei die Aufteilung Deutschlands und eine Nachkriegsordnung für Europa. Deutschland soll in 4 Besatzungszonen aufgeteilt werden, jeweils unter amerikanischer, britischer, französischer und sowjetischer Verwaltung. Gleiches gilt für die Hauptstadt Berlin. Es ist eine Vereinbarung, die den Keim für neue Konflikte zwischen den Sowjets und dem Westen legt. In Jalta zementierte Stalin seine Herrschaft über Osteuropa. Für Churchill, der den Krieg als Kampf um die Befreiung Polens sah, war das eine bittere Pille. Doch zu diesem Zeitpunkt konnten die Westalliierten nur wenig gegen Stalin ausrichten. Dennoch wollen die Alliierten Stalins Ambitionen in Schach halten. 2 Tage nach dem Ende der Konferenz von Jalta folgt eine militärische Machtdemonstration. Diese Amateuraufnahmen aus Dresden sind 4 Jahre zuvor entstanden, während des Urlaubs des 20-jährigen Götz-Hirt Reger. Seltenes Farbmaterial aus der Stadt, die seit dem 19. Jahrhundert als Elbflorenz bekannt ist. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 beginnen die Westalliierten Dresden massiv zu bombardieren. Der britische Kameramann Robert Buckland filmt von Bord eines Lancaster-Bombers. 3.900 Tonnen Spreng- und Brandbomben regnen auf die Stadt nieder und verursachen einen verheerenden Feuersturm. 15 Quadratkilometer der Stadtfläche werden komplett zerstört. Mehr als 25.000 Menschen sterben in dem Flammeninferno. Viele von ihnen waren auf der Flucht vor der Roten Armee im Osten. Die Westalliierten bombardierten Dresden nicht nur, um den Deutschen Verluste zuzufügen. Sie wollten zugleich Stalin beeindrucken. Sie wollten Stärke zeigen und die militärische Macht der Westalliierten demonstrieren. Derweil sind die Sowjets bis an die Oder vorgestoßen. Der Fluss bildet das letzte natürliche Hindernis auf dem Weg nach Berlin. Die Wehrmacht muss den Fluss mit allen verfügbaren Kräften verteidigen. Hitler schickt einen Großteil seiner frischen Truppen als Verstärkung an die Oder. Doch selbst wenn ihre Moral noch intakt ist, ihre Reihen lichten sich. Und es fehlt an Kampferfahrung. Die einstmals gefürchtete Wehrmacht besteht jetzt zum Teil aus Jungen in selbstgenähten Tarnanzügen. Das waren junge Kerle, die nicht einmal richtige Uniformen hatten. Sie sahen aus, als hätten sie ein Depot überfallen und sich die erstbeste Uniform gegriffen. Ihre Waffen kamen von überall her. Zum Teil waren es auch erbeutete ausländische Waffen.
und ihr Blick wirkt nicht gerade entschlossen. Doch nicht nur an der Ostfront steht Deutschland enorm unter Druck. Auch im Westen, an den Ufern des Rheins, sind die Alliierten im Vorwärtsgang. Am 23. März 1945 überqueren die Briten mit Buffalo-Amphibienfahrzeugen den Rhein bei Ries. Stromaufwärts schickt General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der Westalliierten, Truppen über den Rhein und stößt in die norddeutsche Tiefebene vor. Das Dritte Reich ist im Klammergriff der Alliierten. Eisenhowers Plan? Die britische Armee soll Hamburg angreifen und damit deutsche Truppen aus Dänemark abschneiden. Die 9. US-Armee und die 1. US-Infanteriedivision sollen die deutsche Heeresgruppe B im Ruhrgebiet einkesseln. Währenddessen marschieren die 6. und 7. Armee in Richtung Bayern, der Wiege des Nationalsozialismus. Am 28. März teilt Eisenhower Stalin seinen Schlachtplan mit. Er bestätigt, dass Berlin für die Westalliierten kein wichtiges Ziel mehr ist. Eisenhowers umstrittenste Kriegsentscheidung war es, den Sowjets Berlin zu überlassen, statt die Stadt von Westen her selbst zu erobern. Doch er wollte dafür keine Menschenleben riskieren und daran hielt er sich. Stalin teilt solche Bedenken nicht. Kaum erhält er Eisenhowers Telegramm, befiehlt er Feldmarschall Georgi Schukow und Feldmarschall Iwan Konjew auf die Reichshauptstadt vorzurücken, unverzüglich und ohne Rücksicht auf Verluste. Die Eroberung Berlins will sich Stalin nicht nehmen lassen. Berlin war ein prestigeträchtiges Ziel. In modernen Kriegen geht es um die Einnahme der Hauptstädte und Berlin war da die erste Wahl. Wochenschaubilder vom 12. April. Amerika trauert. Präsident Franklin D. Roosevelt ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Die NS-Führung in Berlin jubiliert. Propagandaminister Josef Goebbels gratuliert Hitler. Mein Führer, ich beglückwünsche Sie. Roosevelt ist tot. In den Sternen steht es geschrieben, dass die zweite Aprilhälfte für uns eine Wende bringen wird. Hitler glaubte, dass das Militärbündnis der Alliierten nicht halten würde. Er glaubte, dass der Antikommunist Churchill und der Kommunist Stalin sich gegenseitig an die Gurgel gehen würden. Hitler ging davon aus, dass jeder politische Führer dem gleichen Personenkult frönen würde, den er selbst als Diktator etabliert hatte. Und dass die USA ohne den großen Kriegsstrategen Roosevelt zum Untergang verdammt waren. Für die Nazis waren alle Amerikaner Mischlinge. Bei ihnen kämpften Schwarze, Juden und Asiaten auf derselben Seite. Und aus diesem Grund dachten die Nazis, sie seien schwach verglichen mit ihnen, den ach so reinrassigen Herrenmenschen. In ihrer Logik war ein Nazi 10-mal so stark wie ein Amerikaner. Doch nicht die Amerikaner sind kurz vor Berlin, sondern die Sowjets. Im April 1945 stehen drei Heeresgruppen der Roten Armee mit 2,5 Millionen Soldaten entlang der Oder und Neiße. Sie bilden eine Front, die sich über 300 Kilometer erstreckt. 1 Million von ihnen sammeln sich bei den Seeloer Höhen am Oderbruch, 70 Kilometer östlich von Berlin. Sie sind die letzte große Verteidigungslinie der Deutschen im Osten der Hauptstadt. Um den internen Wettbewerb anzufachen, teilt Stalin das Kommando für den Angriff auf Berlin zwischen Marschall Schukow im Norden und Marschall Konjew, hier in der Bildmitte, im Süden auf. Im sowjetischen Arsenal befinden sich über 41.000 Artilleriegeschütze.
Der Befehl lautet, die Oder überqueren und so schnell wie möglich auf Berlin vorstoßen, um dann das Stadtzentrum einzunehmen. Stalin hat absichtlich zwei Generäle ins Rennen geschickt und zwang sie praktisch dazu, eine Art Wettlauf nach Berlin zu veranstalten. Sowohl Schukow als auch Konev wollten den großen patriotischen Krieg gewinnen. Und keiner von beiden war bereit, dem anderen den Vortritt zu lassen. Schukow erinnert sich. Je näher das Kriegsende rückte, desto mehr spielte Stalin mit seinen Marschällen. Er ließ sie gegeneinander antreten, säte Zwietracht, schürte Neid. Er drängte die Leute auf ungesunde Art, nach Ruhm zu streben. Am 16. April eröffnet Schukow die Schlacht. 1 Million Soldaten entfachen über der Oder eines der heftigsten Artillerietrommelfeuer der Geschichte. Haubitzen und Raketenwerfer, auch bekannt als Stalinorgeln, schießen tausenden Panzern den Weg frei. Weit über 1 Million Granaten donnern an diesem Tag auf deutsche Stellungen nieder. Die Erschütterungen sind sogar im 70 Kilometer entfernten Berlin zu spüren. Bis in den anbrechenden Morgen hinein ging dieses infernalische Höllengewitter. Die Artillerieoffensive soll den deutschen Widerstand in der Ebene vor den Seeloer Höhen im Keim ersticken. Doch die Deutschen hatten den Angriff erwartet und im Vorfeld den Großteil ihrer Verbände auf die Seeloer Höhen verlegt. Von dort fügen sie den sowjetischen Angreifern hohe Verluste zu. Dadurch hat Schukow Zeit verloren. Der Geländegewinn ist gering. Dazu teilt Stalin ihm mit, dass er General Konjew die Erlaubnis gegeben hat, Berlin von Süden her einzunehmen. Schukow beschließt, seine Taktik zu ändern. Er schickt seine Panzer die Seeloer Höhen hinauf. Die Seeloer Höhen waren für große Panzeroperationen nicht geeignet. Erstens war das gesamte Gebiet durch den sowjetischen Artilleriebeschuss verwüstet. Und zweitens gab es nur wenige Straßen, die die sowjetischen Panzer benutzen konnten. Das hat die Offensive eingeengt und es den deutschen Verteidigern ermöglicht, die heranrollenden Panzer mit Panzerabwehrwaffen zu beschießen. Knapp 120.000 deutsche Soldaten leisten erbitterten Widerstand. Und sie wissen warum. Denn 4 Jahre zuvor waren die Deutschen in die Sowjetunion einmarschiert und hatten dort brutal gewütet. Im Sinne Hitlers. Er hatte seine Truppen darauf eingeschworen, der Feind bestehe nicht aus Soldaten, sondern zum großen Teil aus Bestien. Beide Seiten haben Bilder wie diese noch immer im Kopf. Die Deutschen wissen, dass Rache unausweichlich ist. Auch die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen nach dem Einmarsch der Rotarmisten in Ostpreußen im Oktober 1944 sind den Deutschen nicht entgangen. Jetzt verteidigen sie ihre Heimat mit Zähnen und Klauen. Schukows Truppen benötigen 3 Tage, um die Seeloer Höhen einzunehmen. Tags drauf durchbricht die Rote Armee die deutschen Stellungen. Der Weg nach Berlin ist frei. Es ist ein brutaler Sieg. Beide Seiten zahlen einen hohen Blutzoll. Auf Seiten der Deutschen liegen die Verluste zwischen 80.000 und 100.000 Mann. Auf sowjetischer Seite fallen 33.000 Rotarmisten, 40.000 werden verwundet. Auch Schukows Konkurrent, Marschall Konjew, steht vor Problemen. Er muss die Lausitzer Neiße, einen Nebenfluss der Oder, südöstlich von Berlin überqueren. Während Artillerie und Fliegerbomben die Deutschen in Schach halten, überwinden seine Vorauskräfte den Fluss in Schnellbooten. Pioniere bauen Brücken, über die sowjetische T-34-Panzer Richtung Berlin rollen können.
Die in hoher Stückzahl gebauten T-34 sind beweglicher und besser gepanzert als der deutsche Panzerkampfwagen 4. Unter dem Schutz von Iljuschin-2-Schlachtflugzeugen, genannt Sturmovik, überrollen Konjevs Männer die deutschen Verteidigungsstellungen. Derweil rücken die Amerikaner im Westen weiter vor. Sie machen über 300.000 deutsche Kriegsgefangene. Hollywood-Regisseur George Stevens, der in der Fernmeldetruppe der US Army dient, hat diese Bilder von deutschen Kriegsgefangenen gedreht. Ihre schiere Masse bringt die US-Administration an ihre Grenzen. Sie legt 200 Kriegsgefangenenlager in ganz Europa an. Militärpolizisten durchsuchen deutsche Soldaten und beschlagnahmen alle Waffen oder Trophäen, die sie geplündert haben. George Stevens Aufnahmen deutscher Kriegsgefangener zeigen den wahren Zustand der Wehrmacht 1945. Junge, alte, Männer in zusammengeklaubten Uniformen, vollkommen demoralisiert. Wer glaubt, dass die Deutschen ein besonderes Kriegstalent hatten oder besonders mutig waren, muss sich nur diese Bilder anschauen. Das sind ganz normale Menschen. Die Rote Armee dringt in die Vororte Berlins vor. Das Stadtzentrum ist bereits in Sichtweite. Die Reichshauptstadt liegt in Trümmern. Die Soldaten kämpfen sich durch die zerbombten Ruinen. 2 Jahre alliierter Bombenhagel haben fast die Hälfte der Gebäude zerstört. Und 1,5 Millionen Berliner und Berlinerinnen in die Flucht getrieben. Doch noch sind über 2,5 Millionen Einwohner in der Stadt und alle Lebensmittel nahezu aufgebraucht. Die letzte Kriegswochenschau vom 22. März 1945 soll zeigen, dass deutsche Soldaten weiterhin pflichtschuldig in Berlin ihren Dienst tun. So wie Hauptmann Egon Akta, der vor laufender Kamera eine Bombe entschärft. Der Schwerstkriegsbeschädigte wurde für seinen Einsatz als Sprengmeister mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Auch er fällt später in der Schlacht um Berlin. Trotz der aussichtslosen Lage befiehlt Hitler, bis zum letzten Mann zu kämpfen. In den Trümmern errichten Soldaten provisorische Verteidigungsanlagen. Die Rote Armee rückt immer weiter vor. Doch die Hauptstadt trotz den Invasoren. Berlin bleibt deutsch. Hitlers Untergebene waren, wie Hitler selbst, von der Realität vor Ort vollkommen entkoppelt. Hitler realisierte nicht, dass 2 sowjetische Truppenverbände auf das Zentrum Berlins zustürmten. Zivilisten jeden Alters heben rund um die Stadt Panzerabwehrgräben aus und improvisieren Panzersperren und MG-Stellungen. Allein in Berlin werden 40.000 Zivilisten als letztes Aufgebot zum Volkssturm eingezogen. Viele sind um die 60, andere noch Kinder aus der Hitlerjugend, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Bei einem öffentlichen Gelöbnis schwören sie den Führereid. Dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Die 9 Rekruten des Volkssturms lernen den Umgang mit der Panzerfaust. Allein 1945 werden 2 Millionen dieser Panzerabwehrwaffen produziert. Selbst Frauen werden, entgegen dem NS-Frauenbild, an den Einwegwaffen geschult. Männer des Berliner Volkssturms! Propagandachef Josef Goebbels schwört den zusammengewürfelten Haufen auf einen Kampf bis zum Tod ein. Und darauf? Niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Doch seine Rhetorik verfängt immer weniger.
Einige ranghohe Parteimitglieder verlassen fluchtartig die Stadt. Anders Hitler, der in den Trümmern des Stadtzentrums in seinem Bunker unter dem Garten der Reichskanzlei ausharrt. Am 19. März hatte er sich letztmalig vor laufenden Kameras der Öffentlichkeit gezeigt, als er im Hof der Reichskanzlei eine Abordnung halbwüchsiger Hitlerjungen mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet hatte. Hitler verbirgt seine linke Hand hinter dem Rücken, denn die zittert unkontrollierbar. Hitlers Symptome könnten auf eine Parkinson-Erkrankung hinweisen. Er war aber auch permanent mit Amphetaminen vollgepumpt. Man weiß daher nicht, ob das Zittern seiner linken Hand und die Lähmung seines linken Beines Folgen seiner Parkinson-Erkrankung waren oder auf seinen Drogenmissbrauch zurückgingen. Einen Monat später, am 20. April, feiert Hitler im Führerbunker seinen 56. Geburtstag mit einer hochrangigen Entourage, während sich die Rote Armee immer weiter vorkämpft. Die Schlinge um Berlin zieht sich langsam zu. Dennoch weigert Hitler sich, die Stadt zu verlassen. Noch immer kämpfen ihm treu ergebene Soldaten vor den Toren der Hauptstadt. Viele von ihnen sind aus den Seeloer Höhen in Richtung Spreewald gezogen. 80.000 davon formieren sich nun nahe der Kleinstadt Halbe, 60 Kilometer südlich von Berlin. Doch sie werden von 280.000 Rotarmisten eingekesselt, die unter Konjews Kommando stehen. Die Rote Armee ist der Wehrmacht oder dem, was davon übrig ist, weit überlegen. Sie greift mit Panzern, Artillerie und Bombern an. Hitlers schlecht ausgerüstete und ausgelaugte Einheiten werden aufgerieben. 10.000 Zivilisten, 30.000 Wehrmachtsangehörige und 20.000 Rotarmisten sterben in der brutalen Kesselschlacht von Halbe. Die Sowjets feuern absichtlich auf Bäume, denn die zersplittern im Granathagel und töten etliche deutsche Soldaten und Zivilisten. Es ist ein Blutbad. Wälder, Gehwege und Straßen sind mit Leichen bedeckt. Hitlers letzte Hoffnung wird im Kessel von Halbe begraben. In Berlin bereitet sich Hitlers letztes Aufgebot auf den Kampf bis zum Tod vor. Einst mondäne Wohnungen werden im Häuserkampf zu Maschinengewehrstellungen. Die angreifende Rote Armee rückt unaufhaltsam vor. Das Opfer des eigenen Lebens, wie im Führereid verlangt, wird nun fällig. Das sind junge Männer, die unter Hitler aufgewachsen sind. Sie sind seit Kindesbeinen in der Hitlerjugend und haben ihr ganzes Leben lang Goebbels Propaganda über deutsche Herrlichkeit und Hitlers Weisheit aufgesogen. Kaum denkbar, dass sie jetzt mit Hitler brechen. Sowjetische Panzer rollen durch Berlin. Auf diesem steht geschrieben: Tod dem Faschismus. Der Volkssturm und die Hitlerjugend müssen nun zeigen, was sie in der Ausbildung an der Panzerfaust gelernt haben. Ziele gibt es zuhauf. Etwa die sowjetischen T-34-Panzer, die an den Seiten nur unzureichend geschützt sind. Die deutsche Panzerfaust war eine beeindruckende Waffe. Sie konnte jeden feindlichen Panzer auf dem Schlachtfeld zerstören und hatte auch große Bedeutung während der Schlacht um Berlin. Denn im städtischen Umfeld konnten die Deutschen nahe an die sowjetischen Panzer heran und sie aus nächster Nähe ausschalten. Infolgedessen haben die Sowjets während der Schlacht um Berlin eine große Anzahl von Panzern verloren. Dennoch ist die Übermacht der Roten Armee in der Schlacht um Berlin erdrückend. Währenddessen treffen sich am 25. April amerikanische und sowjetische Truppen bei Torgau,
130 Kilometer südwestlich von Berlin. Die US-Wochenschau zeigt Leutnant Alexander Silvaschko und Second Lieutenant William Robertson beim historischen Shake Hands an der Elbe. Die Alliierten aus Ost und West feiern ihre erste Begegnung. Vor allem die Rotarmistinnen erregen die Aufmerksamkeit der GIs. Im Zweiten Weltkrieg sind rund 800.000 Frauen Teil der sowjetischen Armee. Zehntausende kämpfen an vorderster Front. Andere dienen als Krankenschwestern, Mechanikerin oder Funkerin. Auch die US-Kriegsberichterstatterin Virginia Irwin vom St. Louis Post-Dispatch ist beim sogenannten Elbe Day in Torgau zugegen. Sie überredet einen US-Sergeant, sie und einen weiteren Kollegen, in einer Nacht- und Nebelaktion in die Kriegshölle von Berlin zu fahren. Eigentlich darf niemand ohne offizielle Genehmigung in die umkämpfte Stadt reisen. Doch Irwin findet einen Weg und ist als erste westliche Journalistin vor Ort, als die Sowjets in Berlin einmarschieren. Die Luft ist rauchgeschwängert. Um uns herum hören wir die Schüsse aus kleinkalibrigen Waffen. Die russische Artillerie beschießt ohne Pause das Stadtzentrum. Die Russen sind glücklich und freuen sich geradezu unbändig. In der deutschen Hauptstadt können sie endlich Rache nehmen. Für Leningrad und Stalingrad, für Sewastopol und Moskau. Virginia Irwin ergatterte eine der großen Stories des Zweiten Weltkriegs. Denn sie war im Herzen Berlins, als die Sowjets den Krieg gewannen. Schukows Armee rückt aus dem Norden ins Stadtzentrum vor. Konjews nähert sich aus dem Süden. Noch tobt der Kampf um jedes Haus. Je näher die Sowjets ins Stadtzentrum vorrücken, desto eiliger hat es Hitlers Entourage, den Führerbunker zu verlassen. Nur ein Jahr zuvor hatte Gretel Braun, die Schwester von Hitlers Geliebten Eva Braun, ihre Hochzeit mit Hermann Fegelein auf dem Berghof gefeiert, Hitlers privatem Wohnsitz. Jetzt wird der Generalleutnant der Waffen-SS schwer betrunken in seiner Berliner Wohnung mit einer großen Menge Bargeld verhaftet. Man bezichtigt ihn der Fahnenflucht und des Verrats. Fegelein wird hingerichtet. 30. April 1945. Sowjetische Truppen nähern sich dem zerbombten Reichstag, dem symbolischen Herzen Deutschlands. Sie führen eine große sowjetische Flagge mit sich und erklimmen die Kuppel des Gebäudes. Kameramann Boris Sokolow ist auch in Berlin dabei. Seine Kamera läuft, als Soldaten die Flagge auf dem Reichstag hissen. Die Bilder werden zum bleibenden Symbol des sowjetischen Sieges. Später räumt Sokolow ein, dass die Aufnahmen nachgestellt wurden. Wir konnten nicht nachts drehen, es war zu dunkel, trotz des Feuers. Daher drehten wir einige Szenen bei Tageslicht erneut. Manche mögen das für Betrug halten, aber es ist ja nur eine Wiederherstellung von Tatsachen. Die Sowjetunion will, dass Historiker eines nicht vergessen. Sie haben die Beute erlegt. Ihre Flagge auf dem Reichstagsgebäude ist nichts anderes als die US-Flagge in Iwo Jima. Es ist eine Erinnerung daran, wer den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Tags zuvor, am 29. April, hat Hitler seine langjährige Geliebte Eva Braun im Führerbunker geheiratet. Am 30. April, dem Tag, an dem Sowjetsoldaten erstmals die rote Fahne auf dem Reichstag hissen, setzten die beiden ihrem Leben ein Ende. Hitler nahm eine Zyankali-Kapsel und erschoss sich. Das Zyankali tötete ihn. Die Kugel allein hätte vielleicht nicht gereicht.
Hitler wollte auf gar keinen Fall wie Mussolini enden, an den Füßen aufgehängt und an einem Fleischerhaken baumelnd. Seine treuen SS-Leibwächter holten die Leiche später aus dem Bunker, übergossen sie mit Benzin und verbrannten sie. Sie sollte den Sowjets nicht in die Hände fallen. Das war also das Ende von Adolf Hitler. Hitlers sterbliche Überreste werden im Garten der Reichskanzlei in einem Bombenkrater vergraben. Dennoch finden sowjetische Soldaten die verkohlten Leichenteile, darunter auch Hitlers Gebiss. Dies alles landet, auf Umwegen und unter größter Geheimhaltung, in Moskau. Das Gebiss wird dort bis heute aufbewahrt. Mit der letzten großen Lüge berichtet der Deutsche Rundfunk, der Tod habe Hitler an der Spitze seiner Truppen ereilt. Nachdem der sogenannte Führer tot ist, will der Generalstabschef des Heeres, General Krebs, in den frühen Morgenstunden des 1. Mai einen Waffenstillstand aushandeln. Doch Stalin lehnt ab. Er stellt ein Ultimatum. Zustimmung zur bedingungslosen Kapitulation bis 10.15 Uhr. Oder die Sowjets legen Berlin in Schutt und Asche. Am 1. Mai um 10.40 Uhr steht die Zustimmung der Deutschen noch immer aus. Denn Goebbels weigert sich, seine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Die Rote Armee nimmt Berlin wieder unter Beschuss. Der Widerstand erlahmt. Erschöpfte Kämpfer ergeben sich bereits. Joseph Goebbels' Propaganda greift nicht mehr. Der Mann, der mit seiner Frau Magda und seinen 6 Kindern als Vorzeigefamilie Hitler-Deutschlands galt, befindet sich mit allen inzwischen im Führerbunker. Als Nachfolger Hitlers ist er weiterhin nicht willens, einer Kapitulation zuzustimmen. Am Abend des 1. Mai beschließen er und seine Frau, erst ihre Kinder und dann sich selbst zu vergiften. Sowjetische Soldaten entdecken tags darauf ihre Leichen. Sie stoßen auch auf einen Toten, der Hitler verblüffend ähnlich sieht. Sowjetische Bilder zeigen, wie Soldaten den Mann mit einem Bild Hitlers vergleichen. Doch er ist es nicht. Nazi-Deutschland ist besiegt. Am 2. Mai stimmt die Wehrmacht der bedingungslosen Kapitulation zu. Die Bewohner Berlins hängen weiße Tücher aus den Fenstern, als Zeichen der Kapitulation. Überall in der Stadt klettern Soldaten und Zivilisten aus Kellern und ausgebombten Häusern. Sie versuchen verzweifelt, ein Tröpfchen Wasser aus kaputten Leitungen und Fässern zu ergattern und scharen sich um tote Tiere auf der Suche nach Essen. Manche Menschen plündern sogar unter Lebensgefahr. Wir vegetierten dahin in einer Geisterstadt, ohne Strom und Wasser. Körperpflege war Luxus, eine warme Mahlzeit, eine abstrakte Idee. Wir lebten wie Phantome in einem Meer aus Trümmern. Hitler hatte Berlin einst zur Hauptstadt seines 1000-jährigen Reichs erklärt. Jetzt wirkt die Stadt wie ein Scheiterhaufen seines Größenwahns. Am 6. Mai trifft General Alfred Jodl im Hauptquartier der Westalliierten im französischen Reims ein. Im Auftrag des Wehrmachtsführungsstabes unterzeichnet er am 7. Mai in den frühen Morgenstunden die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Doch Stalin will die Siegeslorbeeren und die dazugehörigen historischen Bilder nicht den Westalliierten überlassen. Er besteht darauf, dass eine weitere Zeremonie in Berlin stattfinden soll. Die zweite Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde war Stalin ungemein wichtig. Er wollte der Welt demonstrieren, dass die Sowjetunion, die Rote Armee, Stalin selbst, die Nazis und Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt hatten. Die Westalliierten stimmen zu. Am 8. Mai trifft Generalfeldmarschall Keitel im Berliner Stadtteil Karlshorst ein. Dort unterzeichnet er eine weitere Kapitulationsurkunde, dieses Mal im Beisein von Marschall Georgi Schukow sowie einer kleinen Alliierten-Delegation.
Die Bilder werden von Berlin aus in die ganze Welt geschickt. Überall in der Stadt feiern sowjetische Soldaten. Diese Filmaufnahmen zeigen tanzende Rotarmisten vor dem Alten Museum in Berlin. Einige haben sich ganz besondere Kriegstrophäen gesichert, wie dieser Soldat mit einer deutschen Panzerfaust. Die Schlacht um Berlin beendet den verlustreichsten Konflikt der europäischen Geschichte. Allein der Kampf um die Hauptstadt kostet rund 80.000 sowjetische und 92.000 deutsche Soldaten das Leben. Hunderttausende deutsche Kriegsgefangene landen in sowjetischen Straf- und Arbeitslagern. Viele von ihnen werden nie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Sowjetische Propagandaaufnahmen zeigen die Besatzer beim Verteilen von Brot an hungernde Berliner und Berlinerinnen. Doch nicht alle Rotarmisten sind so mildtätig. Zigtausende Berlinerinnen werden von Sowjetsoldaten vergewaltigt. Als die Soldaten der Roten Armee nach Berlin kamen, wollten sie es sowohl dem Land als auch seiner Bevölkerung zeigen. Von wegen, ihr seid also die Herrenmenschen? Inwiefern soll eure Rasse überlegen sein? Was ist jetzt mit eurer arischen Reinheit? Sie wollen Rache nehmen für die Kriegsverbrechen der Wehrmacht, der SS, der Deutschen insgesamt. Und die Frauen in Berlin mussten den Preis dafür zahlen. Jetzt, da die Waffen schweigen, ist es gespenstisch still in Berlin. Vereinzelt unterbrechen US-Aufklärungsflugzeuge die Stille, die Luftaufnahmen von der völlig zerstörten Hauptstadt machen. Berlin liegt nun mitten in der sowjetischen Besatzungszone. Wie in Jalta vereinbart, wird die Stadt in einen amerikanischen, einen britischen, einen französischen und einen sowjetischen Sektor unterteilt. Diese Farbaufnahmen vom Juli 1945 zeigen Berliner und Berlinerinnen in den Trümmern. Sie räumen Schutt weg und beginnen mit dem Wiederaufbau. Die meisten von ihnen sind Frauen, denn die Männer sind entweder gefallen oder in Gefangenschaft. Hollywood-Regisseur George Stevens trifft mit der US Army in Berlin ein. Von ihm stammen diese Aufnahmen. Er selbst verewigt sich mit einem Kurzauftritt am Brandenburger Tor. Der Zweite Weltkrieg in Europa ist vorbei. Aber noch kämpfen die Alliierten im Pazifik gegen Japan. Millionen von Menschen sind in Europa unterwegs, in unterschiedlichste Richtungen. Die einen wollen nach Hause zurückkehren, andere haben kein Zuhause mehr oder wurden im Zuge des Krieges vertrieben. Eine neue Zeit bricht an.